Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Cyberpunk 2077. So. Dann gehen wir mal der Straße entlang. Oh. Das war's. Hm, was haben wir noch? Nichts. Gut. So, aufsteigen. Das war unerwartet. No entry. Oh. Oh. Wir kommen noch gar nicht hier rüber. Deshalb können wir die... deshalb konnten wir vorhin nicht. Gut, dann. Jakku. Ah, Afterlife. Was ist das? Apartment. Oh, unser Zuhause. Joy Toy. Ich kann alles verfolgen, nur das nicht? Kann es denn, dass wir hier auch nicht rüberkommen? Moment. Man darf hier eigentlich noch nicht durchgehen, aber sie gehen trotzdem. Idioten. Darüber kommen wir auch noch nicht. Gut, dann... ist es die Frage, wollen wir die hier oder Afterlife machen? Na, ich mache noch diese Folge hier, ein paar von den Aufträgen hier. Dann sind wir weiter. Das geht ein bisschen schneller, da wir jetzt auch ein Untersetzer haben. Wir rennen nicht mehr. So, und weiter geht's. Zoom. Und
Und wenn da. Gibt's? Bestimmt gerade leicht zu bekommen. Ich bin neu hier. Ja, sorry, mein Fehler. So, und weiter geht's. Da vorne sind wir auch schon. What? Wir nicht einen Anruf gekriegt? Egal. So, wir sind gleich da. Oh ne, das sind von der Seuchenschutzbehörde. Die lassen wir in Ruhe. Schon mal auseinandergenommen. Cyber Psycho. Da vorne. Ja. Ich dachte, ich müsste hier abbiegen, aber noch nicht. So, wir haben es gleich. Oh, Athletik. 20 Punkte gekriegt. Dann bitte. Okay, duck. So, dann pingen wir. Ah, da ist doch noch eine jemand. Ja. Verstecken, okay? So. Also, mir hat es was gebracht. Schon mitnehmen. Na, wir sind schon wieder über zu schwer. Verdammt. Ich dachte mir gerade, Moment, was ist das am Boden? Ist es eine Mine? Ich sollte mehr, mehr um. Oh. Das Speichern ist jetzt. Können wir es umpolen? Entschärfen. Oh, C1, 55, 55. Okay, das ist kein Problem. Verdammt. Ich wollte eigentlich das hier entschärfen. Jetzt sollten sie nicht mehr explodieren. Ja, ich weiß, wir sind zu schwer. Das ausschalten. So, einfach alles mitnehmen.
Ja, zu schwer, zu schwer. Gibt es hier eine Möglichkeit, Leichen zu entsorgen? Blockade aufheben. Ja, wir öffnen. Oder doch? Kann man das? Ich dachte, es wäre für das Tor. Okay. Okay, Inventar, Waffen. Aha. Wow. Einfach alle weg. Das gleiche gilt für so ziemlich alle Waffen hier. Oh, der ist neu. Gut. Duck. Tack. So. Und alle weg. Gut, Gewicht haben wir ein bisschen reduziert. Item herstellen, nein. Charakter. Zusätzliche Gesundheitspunkte, 3 Ausdauerpunkte. Erhöhte Nahkampfwerte, Bewegung beim Packen eines Gegners. Oder Defenders wird um 6% verringert. Bei 10 sollte das schon 60%. Die Dauer, die du Gegner packen kannst, wird um 5% erhöht und du kannst dich mit. Ja. Hier. Gibt es irgendetwas? Packesel. Ja. Haben wir schon. Das Problem ist hier. Das raufzutreiben würde sehr viel helfen, aber geht ja nicht. Oder zumindest nicht wirklich gut. So. Machen wir so einen. Schauen wir uns ein bisschen um. Den hier entsorgen. Gibt es auch Punkte? Nein. Gut, dann noch schnell das. So. Das wegmachen, das stört nur. Haben wir hier nicht schon mal? So, damit die mich nicht in die Parade fahren. X. Oh.
Wow. Okay, der war ein bisschen heftiger. Aber gut. Das erste Problem war, dass wir Feuer gefangen haben. Warum eigentlich? Och nö. Und ich habe mich vorhin gerade gesagt, wie toll es ist, dass das jetzt viel besser speichert. So, entschärfen hier. Dann diese Waffe hier entschärfen. So, und hier aus. Schön, dass wir das geklärt haben. Dann hier alles kurz aufnehmen. So. Nachdem wir das haben, wissen wir ja, was wir machen müssen. Die nicht markieren kann und sagen, ich will die loswerden, bitte. So. Gut, dann haben wir alle. Moment, die Karte. Hier. Ja. So, weggepackt. Speichern. Okay. Zuerst einmal Ping. Dann nach oben schauen zum Zoomen. Hier, einmal da. Wieder. Den da. Gibt auch. So. 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 Moment, ist das eine Polizei? Ist das ein Polizeiwagen? Okay, sehr gut. Gut, dann hätten wir das vorerst mal hier. Hat man die Polizisten erschossen? Die hatten eine Tasche voll Geld dabei. Geld hat man nicht mitgenommen. Oh, safe. Ist nur eine Frage der Zeit. Mach das.
hätten wir erledigt. Wir sprechen natürlich. So. Also, dein Psycho-Friend da vorne. Wird es mir gleich denken. Okay, was haben wir hier? Ablenkungsmanöver. So, einleiten. Den haben wir markiert. Frieden. Gut. So, kann ich ihn aufheben? Oh, ich dachte schon. Z. Ist das Archivgespräch? Mag ich jetzt nicht lesen. Aber aufsammeln kann ich es hier nicht. Gut. Gut, hier haben wir ein paar Leichen von seinen Kumpels. Die Frage ist, nach was suchen wir? Nach dem hier? Ja. Okay. Hoff, du bist heute damit dran, die Sauerei von Briggs Köter wegzuwischen. Sonst findet der Boss noch raus, dass wir nicht eine Leiche, sondern einen tollwütigen Köter aus ihm gemacht haben. Was? Im Ernst, er macht uns mehr Arbeit, als er uns spart. Das ist, als hätte man abgerechneten Humor oder sowas. Echt, hey, der knurrt und heult und faucht so viel, dass ich nicht schlafen kann. Was habt ihr mit dem gemacht, dass er so rumschreit? Haben ihm bloß gezeigt, was passiert, wenn man sich mit Royce anlegt. Dor hatte die Idee, ihm sein altes Komme rauszureißen und wir haben ihm die Fresse zusammengetreten, als wäre er eine Skeff-Pignata. Also, reden kann der nicht mehr, nur noch heulen wie die Verrätertöle, die er ja auch ist. Aber das heißt, dass du... mein Gott. Das heißt, dass du einen Wischmopp holen und das ganze Blut und die Knochenstücke und so aufwischen musst, die überall rumliegen, wenn er sich um unsere Problemkunden gekümmert hat. Sonst stinkt hier bald echte und dann kommen keine Eddies mehr rein. Dann holt ihr halt rein und weg von dem Müllton. Ist doch nicht so kompliziert. Was? Okay, dann hätten wir hier Körpermilch, schweren Todesursache. Ja. Ist das der? Oh. Das sind hier die Leichen, die sie versuchen zu verstecken. Und es brennt. Oh. Hier haben wir noch mehr. Also, den haben sie die Implantate rausgerissen und zusammengeschlagen. Er wurde wahnsinnig und... Jetzt das? Also, ja. Sie hatten ihn dann nicht mehr unter Kontrolle. Egal. Äh.
Moment. Wie? Ja, bis dann. Ivy, denk dran, die Medien lügen. The body hits the floor. Und jetzt? Es wird nichts mehr angezeigt. Ja, Boiler hochexplosiv. Todesursache, Körper mit schweren Verwundungen. Leere Inhalator mit Spuren von RPM, Drogen, die zur Folter eingesetzt wird. Blutspuren und Speichel passen zu Billy Daughter. Das ist nicht Billy Daughter, oder? Nein. Blutverlust durch mehrere Wunden, Hinweis auf Drogenmissbrauch. Hier scheint jemand. So. So, besser. Ist das sie oder dass es darunter liegt? Gibt es hier noch mehr? Das hat nicht geklappt. Ich lade mal neu und versuch's nochmal. Okay. Ich such die Umgebung nach Informationen. Vielleicht müssen wir zuerst den Rest durchsuchen, bevor wir das da nehmen. Bisschen freigemacht. Und jetzt ist es bei der da. Aber ich glaube. So, jetzt haben wir alle wichtigen Infos, oder? Können wir jetzt das nehmen? Wir haben es ja gelesen. Gespräch mit Brick und Ellie. Ah, Brick und Ellie. Ein Journal. Ne, es war nicht das, sondern Nachrichten. Ne. Blätter. Was und Chrom? Ne. Archiv. Auch nicht. Jack Fisher, Anweisung. Ah, hier. Das sind mehrere. Wo ist Brick und Ellie? Hier sind die Nachricht.
Tagebuch von... Tagebuch der Watson... Oh. Okay. Nee, das ist Literatur. Cyberpsychos. Okay, hier. Versichertes Traumateam hatten wir schon. Johnson Dance. Attack, hallo. Okay, hier. Ellie. Scheiße, was machen wir jetzt, Briggs? Ich habe das Gefühl, dass Royce dich ficken will und er hatte genug Leute auf seiner Seite. Wir müssen was machen. Das hast du ja früher... Das hast du ja früh mitbekommen. Bin mir 100% sicher, dass er auf Michael abgesehen hat. Bin schon seit gestern so gut wie tot. Wenn du schlau bist, verpisst du dich, solange du noch kannst. Du ziehst den Schwanz ein? Wir haben auch Leute. Scheiße, ey! Ich arbeite nicht für diesen vollgewichsten Schrott-Dildo. Okay, nette Bezeichnung. Mit seinem Psycho-Penner-Grinsen. Schreib nicht so einen Scheiß, Al. Wenn du so sehr an mich glaubst, dann glaub mir, dass du dich verpissen musst. Hey, fick dich, Brick. Verpiss dich doch halt? Sollte es nicht heißen, verpiss dich, wenn dich die Eier abgefahren sind. Aber ich lasse Royce die Scheiße nicht durchgehen. Okay. Mission aktualisiert, aber was? Mission verfolgen? Okay. Ein paar Sachen kann man sich in der Zeit echt verlassen. Extrem so. Bloß noch dein Kopf aus. Okay. Das wird hier nicht mehr angezeigt. Ach, so ein Scheiß. Ist das ein Bug? Liegt es vielleicht daran... Wer ist das überhaupt? Oh, er heißt Alice. Ich dachte, das wäre eine Frau. Ellie. Psycho when body hit the floor. Ich kenne auch Regina. Nachrichten kann ich nicht senden. Scheint so, als würde etwas fehlen. Ah, scheiß drauf. Vielleicht, wenn wir ein bisschen weiter weg sind. So. Was sind die überhaupt? Also, wir hätten hier Schläger Maelstrom Gang. So. Während deine Kumpel ist ja nicht gestorben. Gut. Wir können alles mitnehmen. So. Und eine Gang weniger, würde ich sagen. Und. So, rausspringen und aufnehmen. Gut. Sind hier noch mehr von denen?
sie auf einmal aufgetaucht oder nur von hier? Vielleicht noch Kumpels in der Nähe. Ja, da drüben. Der nächste, bitte. So. Gut. Mehr weniger. Gut, was haben... Gut, du bist frei. Kannst gehen. Ah, das fehlt mir wirklich, dass ich denen sagen kann, sie können abhauen. Junge, du kannst gehen. Die stehen nicht wieder so schnell auf. Was doch, wäre das sehr, sehr seltsam. So. Und die Stärke her, wie sieht's aus? Okay. Ich kann sie leider nirgends entsorgen. Fallen lassen. Eh. So, ohne Kopf hier warten. Was ist denn hier los? Gut, steh auf. Die hat mehr Glück als Verstand. So. Ich mach doch gar nichts. Ich säubere nur die Straßen. So. Das waren wieder die Maelstroms, oder? Ja. Ja, gut. Ich könnte es nehmen, aber ich weiß nicht, wo es war. Hey, verkaufst du was? Schön ruhig bleiben! Ich bin ruhig. Du auch? Oh, reden? Ist sowieso alles im Arsch. Okay, gut. So. Ich bin doch schon lange weg. Und die Bösen habe ich weggeknallt. Okay, aber wenn ich so auf die Uhr schaue, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.